Hallo? Ich würde gerne im Rossini einen Tisch reservieren. Sagen Sie, kann ich bei Ihnen auch meine Wäsche waschen? Ich habe noch mal eine Frage zu meiner Bordrechnung. Alles klar, herzlichen Dank. Herzlich willkommen an Bord. Wir möchten, dass ihr eure AIDA-Reise ganz entspannt und mit bestem Komfort genießen könnt. Deshalb steht euch die Rezeption rund um die Uhr als zentraler Service- und Informationspunkt zur Verfügung. Wann immer ihr Fragen, Wünsche oder Hinweise habt, hier wird euch kompetent, individuell und stets mit einem AIDA-Lächeln geholfen. Viele Fragen und Anliegen klären sich oft schon mit einem Blick in unser Bordportal, zum Beispiel über den Kabinen-TV oder über euer Smartphone. Wer hier nicht fündig wird, kann von allen Kabinen oder Bordtelefonen unter der Telefonnummer 5000 unsere Rezeption auch telefonisch erreichen, zum Beispiel für Reservierungen und vieles mehr. Je nachdem, wie viel unsere Kolleginnen und Kollegen an der Rezeption zu tun haben, kann es natürlich auch mal am Telefon zu kurzen Wartezeiten kommen. Aber es ist für euch viel bequemer, von der Kabine aus anzurufen, als sich in die Warteschlange zu stellen, oder? Für unsere Suitengäste steht auf AIDA Prima, AIDA Perla, AIDA Nova und AIDA Cosma auch unser Concierge-Service in der AIDA Lounge zur Verfügung. Entschuldigen Sie, ich hätte gerne ein anderes Kopfkissen. An Bord von AIDA Nova und AIDA Cosma steht euch zusätzlich ein virtueller Wartebereich zur Verfügung. Ihr meldet euch ganz bequem im Bordportal bei der Rezeption an und könnt während der Wartezeit ganz entspannt noch einen Kaffee oder Cocktail trinken und die Urlaubszeit genießen. Über das Bordportal erhaltet ihr dann die Information, an welchem Schalter der nächste freie Mitarbeiter an unserer Rezeption auf euch wartet und euch bei eurem Anliegen unterstützt und eure Fragen beantwortet. Beachtet bitte, dass es am An- und Abreisetag zu einem erhöhten Aufkommen an der Rezeption kommen kann. Auch da kann ein Anruf unter der 5000 vielleicht eine schnelle Alternative sein. Für einige Anliegen kann es dennoch notwendig sein, dass ihr persönlich zur Rezeption kommen müsst, wenn ihr zum Beispiel ein Problem mit der Bordkarte habt. Über die öffentlichen Bildschirme könnt ihr im Decksplan nachschauen, wo an Bord sich die Rezeption befindet. Und auch in den Aufzügen ist das beim entsprechenden Deck vermerkt. Wichtig zu wissen, anders als im Hotel findet der Check-in-Prozess bereits im Terminal statt. Ihr könnt also mit der Bordkarte direkt auf die Kabine gehen, sofern diese bereits verfügbar ist. Auch beim Auschecken geht ihr einfach von Bord und müsst nicht gesondert zur Rezeption. Die Bordrechnung wird automatisch im Nachgang über eure angegebenen Zahlungsmittel abgebucht. Außer natürlich, ihr habt Barzahlung angegeben. Schaut euch bei Fragen gerne unser passendes Video zum Thema Bordrechnung an. Hallo? Können Sie dem Kapitän bitte meine Grüße ausrichten? Das ist echt der beste Urlaub, den ich je hatte. Ahoi! Du willst mit AIDA auf Reise? Dann like das Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und verpasse nie wieder ein neues Video von uns. Du kannst nicht genug kriegen oder hast noch weitere Fragen? Dann ist vielleicht eines der folgenden Videos auch super interessant für dich.